Letzte Woche bei den White Russians. Herrenabend. Karma-Abzug. Spaß. Stimmt. Nee. Ja, genauso viel wie heute. Viel Spaß und bleibt geil. Jutti. Kinder. Ja. Hier stehen merkwürdige Dinge. Das ist vernünftig. Ey, Carbon hat bald Geburtstag. Schön. Schlachtreife erreicht. 16 Tagen. Ich wünsche mir... Von wem? Von euch allen. Dass wir ganz viel Spaß haben. So. Ich weiß nicht, was ich mir wünsche. Das ist echt ekelhaft. Ja. Du musst nichts mitbringen, außer guter Laune. Und dann ist man enttäuscht, wenn er nichts mitbringt. Alter. So. Ach, geh doch zum Doppeldate. Das ist ganz so witzig. Da musst du auch nicht mitbringen, außer guter Laune. Vor allem nicht deine Würde, die ist danach eh weg. Dazu bräuchte er erstmal wieder eine Ische. Hä, du wolltest doch Magma nicht. Oder nee, wie hieß sie? Ja, oh, Magma. Nee, aber die Nummer. Die Nummer und Bitch war nämlich Destiny, genau. Das stimmt. Ich hatte nur noch Insanity im Kopf, aber okay, passt schon. Nee, das war der Spielabend, glaube ich. Ja. Na, Joti. Ihr habt erstmal übrigens ein paar Tage frei. Okay. Ich vermute. Ja, Sekunde. Ja. Ihr kriegt einen Konferenzanruf. Uki. Hi ho. Hi. Was hat? Treffen. Okay. Wo? Keine Ahnung, schlag was vor. Tolf. Okay. Oder da. Gut, dann bis später. Bis gleich. Jo. Dann fahr ich mal zum Tolf. Ich bin schon da, so. Okay, du bist schon da. Nee, ich bin halt, wenn er ankommt, bin ich schon da. Ja, das habe ich schon so verstanden. Gut. Was willst du denn eigentlich saufen? Ich nehme da eine, Verdammt, jetzt hab ich nicht gemerkt, worüber du dich gerade so gefreut hast. Hä? So eine Clubmate oder was war das? Ach so, ja, okay, du bekommst einen Stalinbräu. Super. Du weißt, dass das ekelhafteste Bier in Moskau ist? Ich nehme besseres Bier in Moskau. Wenn ich schon Bier kriege. Du bekommst einen Stalinbräu. Sehr gut. Lecker. Nee, Abbruch, nicht lecker. Kribbelt einfach schön auf der Leber. Ich meine, du hast da so ein ganz grobes Bild von Stalin im Kopf. Und jetzt, wenn du die Barthaare von der Dichte her transferierst unter die Achseln und dann einen heißen Sommertag dir vorstellst und dass dann das Poren-Ejakulat in eine Flasche füllst und dann das Ganze noch ein bisschen mit Kohlensäure versetzt, aber nicht zu viel, so wie wenn du eine Medium-Wasserflasche fünfmal schüttelst. Dann weißt du, wie Stalinbräu schmeckt. Eine Faxe nach einem halben Tag offen. Nee, doch gut. Mehr Schweißgeschmack. Naja, ich meine vom Kohlensäuregehalt her. Achso, ja, das auch. Immer noch besser als Heineken. Na, du. Komm, das ist Softdrink mit Biergeschmack. Ja gut, aber das ist Schweißgeschmack mit Kohlensäure. Ich weiß nicht. Naja, manche Menschen trinken Bier und andere das, was sie dafür halten. Das stimmt. Und ich mag diese Menschen nicht, die das denken, dass die das Richtige trinken. So sich gefälligst ein vernünftiges Bier halten.
Ich finde auch total scheiße, wenn man den Menschen vorschreibt, was sie für Bier trinken sollen. Aber wenn ich jemanden mit Beck sehe, Alter, da kann ich, oder Kölsch da, oder Weißbier, Alter, da könnte ich einfach nur ausrasten. Jutti, ihr seid da. Hühn. Mahlzeit, Gang. Mahlzeit. Hi. Na, alles fit im Schritt? Ja. Als ich nachgeguckt habe, schon. Das ist doch schön. Wir setzen uns in irgendeine Ecke. Also Jojo sitzt da oder geht dahin dann. Du meinst eine gute alte Hängematte-Ecke? Ja. Sehr gut. Ja, gut. Okay. Wie lief's? Ausgezeichnet, würde ich sagen. War entspannt. Okay. Bei dich? Was habt ihr denn gemacht? Also wie genau lief das jetzt? Wir haben diese komische Tänzerin da beim Baryschnikow für Vlad abgesägt. Haben wir erst ein paar Drogen untergejubelt und dann sozusagen in ihre Blutbahn untergejubelt und sie danach für angeblichen Handel dran gekriegt. Okay. Irgendwas Spezielles, was noch war? Irgendwas, wo man sich drum kümmern muss oder alles safe? Ich halte es für safe. Okay. Das müsste safe sein, denke ich. Ich würde mir eher nur keine Unterwäsche in der nächsten Zeit tauschen. Das könnte solltest du eventuell erhebend sein. Okay. Ja, wir haben uns ein bisschen was von so einem Blitz ausgeliehen dafür. Warum? Um sie in die Blutbahn zu tun. Ach so. Ja, jetzt verstehe ich. Ja. Es war aber nur eine winzige Prise, also keine Sorge, ist noch das meiste da. Ja, pff. Selbst wenn, zieht's euch rein. Nee, danke. Ja, sicher. Absturz. Tauche ich an wie so ein Rüsseltier, weißt du? Besser nicht. Ja, das macht nur Dagobert Duck oder so ähnlich in seinem Goldspeicher. Weil ich mich immer frage, ob der sich dabei nicht, warum der sich dabei nicht mal in den Schädel bricht. Das weiß man nicht so genau, aber bei dir reicht ohnehin eine winzig kleine Prise, um dich ins Winterwunderland zu schicken, deswegen, Ja. Nee. Ich muss nicht die ganze Seitenauslinie abschniefen dafür. Apropos. Mhm. Was machen wir eigentlich mit dem Scheiß? Hä? Was macht ihr mit was? Mit der Beute. Der Rest von den Hunden. Ach so. Na, verticken. Eben hätte ich auch gesagt. Ja, war ja nicht nur der Schniefkram, ne? Kriegt mal alles los, kein Problem. Ansonsten, ich hätte Verwendung für die Comlinks. Da bist du nicht der Einzige, der da theoretisch Verwendung für hätte, aber wie gesagt, ja. Also. Ich sag nur, wäre ja Dummfug, die Dinger erst verkaufen sich dann was Neues davon zurück, wenn man sie direkt gebrauchen kann, ne? Ja, aber wofür brauchst du jetzt Comlinks? Ich brauche die Comlinks an sich nicht. Ich würde sie ausschlachten. Ja. Sicher. Können wir gucken. Also mir ist es egal. Ich weiß nicht, also brauchst du die Dinger wirklich, oder? Was heißt brauchen? Sie würden mir die Arbeit vereinfachen, ne? Besseres Deck, bessere Ergebnisse. Na, Moment. Du brauchst aber doch für dein Deck nicht zwingendermaßen die alten Comlinks. Nicht zwingendermaßen, aber ich kann sie dafür ausschlachten. Ja, okay.
Chip ist Chip. Wie gesagt, mir ist scheißegal. Also ich habe ja keine große Handhabe dran. Also wir könnten vielleicht noch ein oder zwei für uns wegnehmen, aber dann weg mit dem Scheiß. Also wir verkaufen das Zeug eh. Und viel gibt es jetzt auch nicht. Da ist die Frage, bringst du mehr, die Dinger auszuschlachten und die Teile dass wir dann alles irgendwie gemeinsam verticken und du dir dann einfach neue Chips holst, ist das für dich besser oder willst du die alten haben? Mir ist das egal. Also mach, wie du willst. Wenn du dir welche wegnehmen willst, nimm sie dir weg. Ich hänge jetzt nicht dran. Naja, ich könnte, sonst müsste halt ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber dafür wird es halt billiger. Auch für den meinst. Meine ich. Und dann sagst du, wie viele du brauchst und dann. Wie viele hatten wir nochmal? 9. Nehme ich 5. Wenn du meinst. Ja. Und wo wir gerade beim Thema Comlink sind, vielleicht interessiert es bei den Covern mal zu hören, dass ich von unseren Freunden, also unseren 5 Freunden, noch 2 Comlinks rumliegen habe. Das ist doch mal gut. Hast du die schon ausgewertet? Nee, habe ich noch nicht. War mir alles erstmal ein bisschen zu heiß. 5 Freunde? Du weißt, die kapern vor jedem Restaurant und gastronomische Einrichtung per Handschlag begrüßt. Mehrfach ins Gesicht und so. Dann setz dich doch mal in so einen abgeschirmten Raum und check das mal. Kann ja nichts schief gehen. Naja, abgeschirmt wird mir wahrscheinlich wenig bringen. Kann ich die erstmal abschirmen, weil wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, kriege ich damit eher ein bisschen Zugriff auf Online-Speicher oder so ein Krempel. Gut, du bist der Chef. Du hast Ahnung. Mach mal. Ja, nicht jetzt. Na, wenn du das Zeug schon hast, dann kannst du es ja schon machen. Das ist ja nicht das Ding. Mhm. Okay. Ich dachte, bevor du da irgendwie deine eigenen Experten am Start hast oder sowas. Du, ich vertraue deinen Fähigkeiten da. Das ist okay. Das macht mich jetzt fast stolz. Seid ihr sicher, dass ihr das jetzt schon machen wollt? Die sind nicht von hier, ne? Die habe ich aus Bojans mitgenommen. Wäre das dann nicht schlauer, dass du dich dann wirklich abschirmst und nicht, dass die irgendwas denn? Ja, weil wenn die senden, dass die Comlinks hier sind, dann wissen die Leute, dass du hier bist. Die wissen nicht, dass ich sie habe. Naja, aber irgendwie sind ja ihre Comlinks hingekommen dann. Dann werden die auf jeden Fall mal nachhaken, oder? Wenn ja, die kriegen, ich werde das entsprechend vorsichtig machen. Ganz, ganz kurze Anmerkung dazu. Wäre es nicht einfacher, wenn wir damit noch ein kleines bisschen warten? Denn, wie gesagt, der Deal war ein paar Sachen und dann gibt's Hilfe. Aber wenn wir jetzt schon Staub aufwirbeln damit, weil irgendwer was dahinter steckt, dann, also irgendwer was mitschneidet, dann kann es sein, dass es dann zu spät ist. Also wäre es nicht klüger, das einfach dann mit einem Mal zu machen, um dann weniger Zeit zu verschaffen, irgendwie irgendwelche Spuren zu verwischen, als wenn wir damit jetzt anfangen, es gegebenenfalls irgendjemand mitkriegt und dann ist am Ende gar nichts mehr? Das könnte sein, ja. Deal? Fragezeichen. Da warst du sogar bei. Nein. Oh. Das war dieses schöne Gespräch von Vlad und ihm unter 6 Augen. Wo ich viel zu nett war. Ja. Ja, spielt jetzt keine Rolle, hat sie trotzdem gesagt. Sie hat ja nicht wirklich was gesagt. Ja, da hat sie aber recht. Lass uns noch ein bisschen warten. Okay.
Seta, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Gut. Übrigens, Jojo, ich hab dir was mitgebracht. Okay. Stell Jojo so ein Coffee-to-go-Teil dahin. Danke. Probier mal. Was ist da drin? Moonshine. Oh, das gute Zeug. Was? Yep. Moonshine. Wenn du das nicht möchtest, ich trinke das. Das ist lecker, das Zeug. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Dann probier es, dann weißt du es. Nee, ich probier nicht einfach irgendwas. Es ist, du kannst mir vertrauen, oder? Dir schon, aber ihm nicht. Ich nehme den Becher, trinke einen Schluck und reiche das. Sie probiert. Was soll das jetzt sein? Es ist eigentlich selbstgemachter Wodka. Ziemlich guter Qualität. Aber es ist ein Kaffee drin, oder was? Nein, nee. Einfach nur der Behälter. Ach so. Ah, jetzt habe ich es versucht. Yes. Ah. Aha, da jetzt kommt ihr. Sie probiert. Schiebt den Becher zurück. Gibt es einen Grund zum Anstoßen, oder? Nein, ich wollte einfach nur, oder dachte, wir wollten teilen. Carmen und ich waren beschäftigt. Ja. Haben uns als Heimwerker sozusagen probiert. Ah. Okay. Cool. Jep. Jep. Damit nehme ich mir dann Becher und leer den Rest ungefähr. Du leerst den ganzen Rest? Der Becher war nicht bis oben hin voll. Der war halt eine Warenprobe. Und der hat ja auch Konsti und das Pole. Der hat was? Konsti hat er. Ach so. So viel wie du. Ich weiß. Siehst du. Gut. Leute, was macht denn eigentlich mit dem gesamten restlichen Loot? Die Streetline Special hätte ich wohl gerne behalten. Ach so, naja, die ist ja 1200 wert, die würde ich mir einfach mal nehmen, ist okay, oder? Ja, also die könnte ja in die Gruppenkasse passen. Ach so. Wir haben doch eh schon eine. Jeder. Ja, dann haben wir zwei. Haben wir schon? Ja. Jeder eine? Warte mal. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass jeder von uns eh schon eine hat. Ich glaube ja nicht. Ja, Jojo sitzt da entspannt. Wein nur nehmt, was ihr wollt, den Rest verticke ich halt. Ich bin ansonsten glücklich und zufrieden. Die APDS wollte die verkaufen oder behalten? Behalten. Selbst du hast keine Streetline. Hä? Wie komme ich denn dann darauf, dass wir eine Streetline Special haben? Vielleicht, weil ich ab und zu mal gesagt habe, dass das eine ganz gute Waffe wäre zum Haben und nie jemand auf mich gehört hat oder so. Ihr könnt jetzt noch 5.010 Nuyen unter euch aufteilen. Abzüglich 5 Comlinks, also die sind da schon abgezogen, den 40 Schuss APDS und der Streetline Special. Ich trage das mal in die Gruppenkasse ein. Tja, Chef Böse, steht irgendwas an? Nee, gerade nicht. Wie macht ihr das mit den 5K? Freunde? Die teilen wir auf. Gut. Und zwar... gemessen nach Körpergröße. Ich hasse euch. Und Hodenumfang. Ja, also ja, können, ist klar. Können Jojo und TikTok 10 Nuyen oder sich aufteilen? Nein, ich will ja fair bleiben. Wobei ich dann 8 kriege und Jojo 2 wegen Hodenumfang. Nein, sie hat dickere Eier als du. Die Sache ist halt, wenn du ihr das sagst, hast du dann weniger Hoden plötzlich als vorher. Mist.
Nee, nee, nee. Also, ich würde eher sagen, wir sind drei Personen, dann müssen wir das irgendwie zu dritt aufteilen. Das wären also 4.800, könnte man durch drei teilen. Oder hast du 5.100 gesagt? 5.010. 5.010 ist ja keine gerade Runde. Dann gehen wir auf 4.800, teilt man durch drei. Und den Rest packt man in die Gruppenkasse. Klingt nach einem Plan. Dann dürft ihr euch das aufschreiben. Oder was sagt unsere geliebte und allwissende Jojo dazu? Die zuckt mit den Schultern, nickt und stimmt zu. Und das, liebe Freunde, ist eine Führungspersönlichkeit. Ich zittere. Den Anspruch habe ich nie erhoben. Jo. Will aber ihren eigenen Turf haben. Mhm, ja, ja. Mhm. Ja, ja. Doch erst in x Jahren und es wird nicht ausgespielt, also habe ich noch viel Zeit und muss jetzt noch keinerlei Ansprüche geltend machen. Ich lasse es mal durchgehen. Ich sag mal so, ja, wenn du das nie ausspielst, dann kannst du natürlich auch nicht davon behaupten, dass du nachher off-time quasi eine Führungsperson geworden bist, so plötzlich, so über Nacht. Das funktioniert so nicht. Du musst schon... Wenn ich als Fußvolk einnehme, muss der König ja nicht unbedingt noch sein Wort erheben, ne? Nee, aber man kann seine Energie noch auf andere Dinge verschwenden, als darauf, ob man jetzt 200 Nuyen mehr oder weniger in irgendeiner Kasse drin hat. Deswegen, Nein, das ist total wichtig. Abgehoben, sagt der Spielleiter. Die feine Pavlov wieder. Ist mir doch egal, ob ich 200.000 oder sowas mehr oder weniger auf so einem Konto habe. Das mag sein. 3-4 Dezimalstellen Unterschied haben noch nie jemanden in der Geldbörse wehgetan. So sieht's aus. Manche können es sich halt leisten. Das stimmt. Ihr zum Glück nicht. Juti. Ihr werdet in der Bar noch Folgendes erleben. Nischt. Geil. Geil, ne? Awesome Abend ever. Ja, ich meine, jetzt chillt er halt noch ein bisschen. Die drei Charaktere wirken aus irgendeinem... Also die wirken ganz schön müde, sag ich mal. Und dann... Kommt dann 2 Tage hier später ein Anruf. Und mit Anruf meine ich Textnachricht. Dass ihr euch hier einfindet. Und zwar, wo habt ihr euch letztes Mal mit Vlad eigentlich getroffen? Habe ich das vergessen? Im Ganghaus. War das nicht bei TikTok? Da haben Kaban, Jojo und TikTok sich getroffen, ja. Na, ich meine am Männerabend. Achso, das weiß ich nicht. Das war der grimme Schnitter. Nee, da garantiert nicht. Die grimme Schnitte, da waren wir auf jeden Fall. Das war super. Und vorher waren wir noch bei so einem Stuffer-Scheck. Na, siehste. Ihr trefft euch also offensichtlich in... An diversen Stellen. Ja, das ist richtig gut. Wir treffen uns aber jeder geht woanders hin. Nee, ihr geht natürlich zu einem Nagelstudio. Nagelstudio. Damit meine ich keinen Puff. Ich meine schon ein echtes Nagelstudio. Alter. Es ist klein, es ist schäbig, nein, es ist nicht direkt schäbig. Die Umgebung ist schäbig, aber das Ding ist natürlich drin einigermaßen steril gehalten. Und wird von asiatischstämmigen Frauen betrieben, die perfekt geeignet sind, denn die Frau von Nichtwelt, die dort ihre Nägel machen lässt, die will viel reden. Und die braucht jemanden, der viel zuhören und gut nicken kann. Und ich sag mal, das mag jetzt ein Vorurteil sein, aber kommt mir irgendwie erlegen.
Auf jeden Fall trefft ihr euch dort dann in dem Büro, wo dann der Büromann auch rausgeht. Denn natürlich wird das Ding von einem Mann betrieben, anders kann das überhaupt nicht sein. Sicher. Da stinkt es natürlich gut nach Ethanol und anderen Dingen und Parfüm auch. Und also es ist wirklich ganz lecker. Außerdem haben gerade Gaban und Vlad einfach richtig viel Platz, sich zu bewegen, ohne irgendein Regal umzuschuppen. Tja, ich kann mich drunter stellen. Ja, du bist einfach, du kannst dich direkt unter Kabans Eier stellen, das stimmt. Ich kann sie sanft auf deinen Schultern ablegen. Dieses Käse-Aroma zu dem Parfümgeruch, genau das hat mir gefehlt. Sehr schön. Gorgonzola und Nuttendiesel ist ja, glaube ich, hier Ugo Boss. So. Das war eine übelst gute Idee, sich hier zu treffen. Aber ich dachte, jemand, der einen blauen Pudel hat, der fühlt sich hier wie zu Hause und da fällt es nicht auf, wenn der hier irgendwo reinschneit. Zeig mal deine Nägel, Kavan. Ich zeig ihm meine Nägel, die sind durchaus männlich, also nicht so sehr gepflegt. Na gut. Sei mal deine Nägel, TikTok. Ja, geschnitten, ansonsten. Jetzt zeigt ihr mir eure Zehennägel. Echt jetzt? Nein, Alter, ich höre scheiß Stinkefüße hier nicht. Ekelhaft. Ich hatte schon fast Angst. Alter, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf, dass der hier noch irgendwie der halbe Ding auseinandernimmt, weil er so einen Mauken hochkriegen muss. Das ist eine Scheiße. Das wäre, glaube ich, gar nicht so gut. Außerdem. Mir wäre überhaupt nicht gut. Ich bin da schon einen halben Tag drin in den Stiefeln. Wenn du jetzt also deinen Fußfetisch woanders auslebst, was können wir für dich tun? Ich habe neulich Karl Combat Mage gesehen. Und da hat dieser hässliche Johann so an der Stelle gesagt: Ein Mann, der direkt zum Geschäft kommt, gefällt mir. Und ich habe mir gedacht, was für eine Scheiße, Alter. Du fängst als Johnson an mit so einem scheiß Smalltalk. Also ich jetzt nicht, aber weißt du, hat der gemacht. Und der Typ labert den einfach rein und will irgendwie Monetos machen. Das ist doch übelst unhöflich. Überhaupt keinen Respekt, den hätte ich erstmal rausgeschmissen. So, das wollte ich erstmal loswerden. Völlig berechtigt. Kann einfach nicht sein. Oh, ist ein Mann, der direkt zum Geschäft kommen will. Das gefällt mir. Fresse halten, Junge. Wenn ich über das Wetter reden will, dann redest du gefälligst mit über das Wetter. So. Also. Es ist schön warm draußen hier. Ich will nicht über das Wetter reden, du hässliches Schwein, Alter. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Alter. Dann hauen wir raus. Na, Jutti. Es verhält sich folgendermaßen. Es wird bald Verkehrsprobleme geben. Dank euch. Und zwar am 6. Das ist in knapp 2 Wochen, 11 Tagen. So, und zwar inzwischen, also es ist schon in Bratjevo, aber es ist quasi Grenze Donskoy. An einer spezifischen Stelle. Ihr kriegt dann gleich eine Karte. Und das ist so einen halben Kilometer hinterm A-Gebiet. Das ist folgendes. Kein erster Linie Gehecke. Also wenn er irgendwie hackt, um an irgendwas ranzukommen oder irgendwelche Personen klar zu machen, okay, aber alles, was sich dann in dem Bereich, wo es ein kleines Verkehrschaos geben wird, auffällt, sollte da nicht hacken, weil das wird nur zurückverfolgt. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Uhrzeit ist auch eben. 14 Uhr. Die Zufahrten, die direkt danach kommen, ich gebe euch einen spezifischen Punkt, die müssen unbedingt frei bleiben, egal was ihr macht. Dort ist Verkehr. Das ist eine vierspurige Hochstraße. Und da sind beide Spuren dicht, wenn ihr fertig seid. Muss ungefähr für eine Stunde wird's reichen. Länger müsst ihr nicht. Müsste ja zu machen sein. Das ist übrigens ziemlich wichtig. Hatte ich fast befürchtet. Also keine Ausreden.
Gehen, ich musste aber noch mal in die Sauna. Gehen, aber mein Hund? Oder was weiß ich? Der Hund musste in die Sauna. Wie schlimm ist das? Also, wie schlimm soll das auffallen oder soll das nicht auffallen, dass da irgendwas gemacht wurde? Na, wenn's im ersten Moment auffällt, dass er da eine Bombe gezündet hat, wäre das echt ungünstig. Wenn das 4 Stunden später rauskommt, dass das fingiert war, ist das scheiße, ja. Ist fingiert an der Stelle richtig, ja, ne? Jupp. Jupp. Erzähl mir doch nicht, dass du das weißt, du Klopsgesicht. So. Genau, also wenn das nachher rauskommt, ist es okay. Aber sollte nicht gerade zu sehen sein, ach, dass der und dass die und dass das. Wisst ihr? Mhm. Sollte aber auch eigentlich klar sein. So, TikTok 2,5K. Nice. Das ist aber ein Jans oder Janisch Bezahlungsdingens. Also wenn da irgendwas nicht zu meiner Zufriedenheit ist, dann halt auch überhaupt Janisch. Dafür gibt's aber auch keinen Bonus. Mhm. Habt ihr bis hierhin noch irgendwas zu vermelden? Nö. Das ist gut, ich muss nämlich hier raus. Ihr habt da einen Chip, da sind die Teile drin. Viel Spaß. Dankeschön. Also wir machen das folgendermaßen. Ihr geht alle raus, dann gehe ich raus und dann macht er, was er wollt. Hi. Gut. Jo, ihr gebt euch die Chips, dann verzieht er sich. Ein Twiddler. Passt auf, das bedarf unter Umständen vielleicht einer oder auch zwei Erklärungen. Ja. So, die bin ich aber natürlich gerne bereit zu geben. Das Rote ist quasi eine Stadtteilgrenze, wo rechts Donskoi und links Bradjevo getrennt sind. So weit, so einfach. Da ist ein dickes B, das ist also offensichtlich ein B-Gebiet. Krass, ne? Dann ist da ein kleines A, das ist offensichtlich ein A-Gebiet. Da ist ein braunrotes Kreuz, da folgt eure Atomexplosion. Und das Grüne sind die schönsten Zufahrten und Abfahrten, die ihr je gesehen habt. Die Straßen gehen von da aus in beide Richtungen, ne? Vierspurig nach... Also insgesamt vierspurig, jeweils zwei. Ah, okay, siehst du, da sind wir schon mal beim ersten. Also gehen quasi zwei Spuren von Südosten nach Nordwesten und zwei Spuren von Nordwesten nach Südosten. Genau. Okay. Und die Zufahrten und Schrägstrich Abfahrten, das müsste ja beides sein. Das müsste ja eine Zu- oder eine Abfahrt sein, das Grüne, ne? Na genau, das, also ich kann das nochmal ganz kurz illustrieren. Und, na, das ist schon, ich habe die Pfeile schon mehr oder minder als solche erkannt. Jo. Das ist bedeutet, ein Pfeil? Ja. Na pass auf, guck mal, hier fährst du drauf. Und hier fährst du ab. Das ist übelst schön, so, oder? Das bedeutet quasi alles nordwestlich des roten Xs soll frei bleiben. Alles südöstlich des roten Xs, also das A-Gebiet, soll abgeschnitten sein. Genau. Gut. Ich habe auch noch eine andere Darstellung, aber ich glaube, die hilft nur bedingt. Nö, die ist schon in Ordnung. Das ist auch eigentlich nur ein Seiten... Dings, dass man zeigt, dass es eine Hochstraße ist und dann habe ich da eine riesen Atomexplosion reingemalt. Ich glaube, die hilft wirklich nicht. Wie hoch ist die Hochstraße? 27,5 Meter nach dem A-Gebiet. Betonpfeiler oder wie sieht das da aus? Es sind Betonpfeiler. Zum Teil sind die aber auch in dem A-Gebiet mit Gebäuden verwoben. Also die, nicht die Betonpfeiler, sondern liegt die quasi auf Gebäuden auf. Aber an der, ja, in dem A-Gebiet selbst, da wollen wir aber sowieso nicht rein. Ich meine, da könnt ihr durchfahren, ne? Das ist so eine Hochstraße, die halt C-Gebiete miteinander verbindet. Das heißt, da fahren extrem viele Lohnsklaven oder ihr auch öfter fahrt auch öfter diese Straße, wenn ihr nach Donskoi wollt.
Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr fahrt durch ein A-Gebiet und da gibt's schon am Streckenabschnitt ab und zu mal ein paar Dröhnchen, die rumfliegen und die gucken, dass da einigermaßen alles normal ist. Wenn da jemand stehen bleibt, wird der auf jeden Fall überprüft. Wenn die Leute durchfahren, gibt's ab und zu mal so einen Auto-Check, ist das gestohlen, hängt dann eine Leiche raus oder so. Aber die werden niemals angehalten, weil das dort die Verkehrsadern einfach sofort töten würde, solange da nichts passiert. Die sind abrufbereit, dann werden die auch schnell da sein und Attacke machen. Aber ihr könnt diese Straße befahren, ihr tut das häufig. Ja, du sagtest gerade, da ist ein Verkehrsinfarkt, sobald ein Auto anhält? Naja, nee, aber wenn die anfangen, jedes dritte Auto rauszuziehen und dazu eine Sinneüberprüfung zu machen und was weiß ich, so wie du es im A-Gebiet teils machst, dann wäre das so. Wegen eines anhaltenden Fahrzeuges wird das noch nicht passieren. Es gibt auch Standstreifen, ne? Was heißt, die Drohnen sind abrufbereit? Die lagern sozusagen vor Ort im Drohnendepot oder was? Es gibt welche, die lagern vor Ort. Das sind die, die dann zum Beispiel auch Bewaffnung haben. Und es gibt welche, die fliegen halt drumrum und machen so Oberflächenscans und gucken halt und werten auch einfach Verkehrsdaten aus und so ein Scheiß. Wir gehen an einen Ort, wo wir uns unterhalten können, um zu besprechen. Das möchte ich hiermit anmerken. Sehr gut. Und ihr macht dort was für sich weit Neues und Störsender, ihr seid ja in letzter Zeit irgendwie cool geworden. Wir sind professionell. Erste Idee, sowas wie zwei LKWs oder was weiß ich was, Überholmanöver, Mini-Ladung, irgendwas in den Reifen drin, da kommt jemand nicht drauf, geplatzter Reifen, Unfall, Crash in die zweite Spur rein, ab dafür. Der Abtransport dauert ewig. An einer spezifischen Stelle auslösen heißt, wir müssen nicht hacken, sondern haben einen Funkzünder oder sowas und Ende ist. Richtig. War auch mein erster Gedanke. Ist nur doof für die Fahrer, weil die müssen dann irgendwie weglaufen. Von der Unfallstelle. Nö, wieso das denn? Wie kriegst du sie denn sonst dazu, dass die ein Elefantenrennen machen? Na, selbstfahrend und so weiter. Ja, gut, okay. Wobei, steuern müsste man die doch auch so annehmen. Man kann zurückverfolgen, wer da eingeriggt ist, ne? Theoretisch. Ich glaube, du kannst den Rigger sowieso nur schwer rausschmeißen. Naja, Moment, aber man kann ja LKWs auch klauen vorher, so ist das ja nicht. Ja, das kannst du auf jeden Fall machen. Darum geht's ja, zwei geklaute LKWs und die, wenn man die fernsteuert quasi, das müsste doch eigentlich funktionieren, problemlos. Ja, aber das kannst du ziemlich einfach zurückverfolgen. Dass die ferngesteuert sind. Man könnte quasi... dann, wer die gesteuert hat, und dann kannst du, ja, vielleicht machst du es ja durch einen super Proxy-Server, aber vielleicht werden sie den dann auch knacken, sag ich mal. Ja, aber mal, wie gesagt, alles 5 Stunden später ist ja egal. Und dann nicht auf irgendwen von uns zurückverfolgen, wäre ja theoretisch auch egal. Nee, alles 5 Stunden später ist nicht egal. Mit dem Hacking, das galt für die ganze Zeit. Das hat er ja zum Glück mit dir vorher besprochen. Deswegen weißt du das ja auch. Okay. Andere Idee. Aber dann hat die Fahrer halt Pech. Meine Güte, ist auch scheißegal. Naja, oder wir machen das so, wir nehmen tatsächlich 2 LKWs, ja, und sorgen dafür, dass, wie soll ich sagen, die Straßendaten leider an der Stelle gerade falsch sind. Erinnert euch so an die alten Navis, die es so zur Jahrtausendwende gab. Bitte biegen sie links ab, ups, Wasser, Klatsch. Dann müssten wir trotzdem hacken. Ja, das können wir aber vorher machen. Was aber viel einfacher ist, das einzige Problem, was wir hätten, ist der Unfall. Ansonsten könnte das auch jemand von uns fahren. Ich sag mal, in diesem Chaos dann von dieser Straße runterzukommen, wenn es eine Hochstraße ist, sich dann da einfach runterzulassen. Ich meine, dafür gibt es ja Enterhakenkanonen und solche Scherzchen. Mm. Geht das nicht? Noch einfacher. Wir fahren die beiden LKWs dahin, machen die kaputt, sodass man die nicht mehr befahren kann, steigen aus und setzen uns das dritte Auto und fahren los. Wir können ja nicht anhalten. Naja, aber das Auto vor den beiden LKWs schon. Also, ne, wir fahren halt 2 LKWs nebeneinander. Dann ist ja kein Verkehr mehr da vor uns, außer das eine Auto, was wir selber fahren. Die beiden LKWs machen sich kaputt, sodass die halt nicht mehr lenkbereit sind, durch eine Sprengladung im irgendwas. Die beiden Fahrer steigen aus, gehen ins dritte Auto und geben Vollgas. Ja, wenn bei dieser ganzen Angelegenheit den beiden Fahrern nichts passiert. Und wie blockierst du dann die anderen beiden Straßen? Na, Moment, wenn 2 LKWs wirklich in Kreis haben, er meint auch zurückfahrend.
Aber wenn die so einen Crash haben, dass sie auf die Gegenspur fahren, dann steigt sie danach nicht aus und steigt in ein Auto. Das war meine Einwand gerade, deswegen sagte okay, gut, ich, dann wenn ich das, da nichts ja. passiert. Und wenn, sag mal, wenn, dann müsste man da schon... Hat er so eine richtige Knautschzone? Na klar, steige ich danach noch aus, Junge. Fang! Richtig. Ansonsten fiele mir noch ein, nur jetzt so als Brainstorming, dass man, wenn das Hochstraßen sind, dann müssen die, haben die, glaube ich, Sensoren von wegen Gewicht und Bruch und etc. pp. Die müsste man auch manuell manipulieren können, so dass die zu einer bestimmten Zeit ein Signal senden, hier Achtung, Überlastung, bricht zusammen, Hilfe, Gefahr. An bestimmten Stellen, das ist ja auch irgendwie stellenabhängig. Ja, aber dann wird die Straße doch komplett, also dann wird die Ausfahrt auch komplett gesperrt für die Auffahrt dahinter. Je nachdem, wo das ist, nicht zwingend. Das kommt ja darauf an, was da für das Problem ist und was nicht, weil die Leute müssen ja auch dahin fahren, um das A zu begutachten und zum Zweiten, um das, weiß ich nicht. Ich hätte noch die C-Variante. Das passt gerade so schön. C für chemisch. Wir packen tatsächlich irgendwelche Transporter, LKWs, wie auch immer. Chemieunfall. Und lassen an der speziellen Stelle irgendeinen Scheiß rauslaufen. Irgendwo, weiß ich, super Kleber Ölgedöns. Ja, dann können wir trotzdem weiterfahren, aber die anderen dahinter fahren nicht mehr weiter. Und wir haben die Stelle da abgesperrt. Immer noch schwierig, weil wir wahrscheinlich ganz schnell angehalten würden damit und dann, also wenn, dann müsste das irgendwas sein, was wirklich nur lokal ein Problem ist und das hast du super schnell wieder, na gut, bis sich so ein Stau auflöst, das dauert, aber da gibt es zum Beispiel diesen Rettungsschaum. Aktionen, bedenkt bei allen Aktionen, die ihr quasi akut in der Situation macht, dass alles, was Grid-Guide-mäßig fährt, was ja schon viele sein werden, schon weil der Autopilot halt meistens zackt, die Polizei auch benutzen kann, um zu sagen, vor euch halten alle Fahrzeuge an und ihr könnt dann halt nicht mehr weiterfahren, um euch den Weg abzuschneiden, wenn die Polizei erkennt, dass ein spezifischer Wagen halt scheiße ist, weißt du? Und auf so einer Hochstraße habt ihr dann halt, dann sitzt ihr halt da. Da ja, muss ich jetzt mal abfahren. Ganz blöd fragen, wie hoch ist denn diese Hochstraße? Ist denn ich doch gesagt. Na, was sagtest du denn jetzt? Das habe ich 27,5 Meter. Ja, das reicht aber mit meiner Enterhakenkanone locker. Ja, gut, wieso aber ich meine, ich wenn. Nicht runter? Ja, das kannst du schon machen, aber ich meine, du bist dann, also man könnte dich dann schon sehen. Auch mit einer Drohne, da könnte man schon sehen, aha, guck, da seilt sich jemand ab. Ja, das ist mir klar, aber dass man das irgendwie dann spezifisch an einem Brückenpfeiler macht, beziehungsweise hat man immer noch. Wartungsgänge da unten und all so ein Scheiß und die werden da nicht alles mit Kameras ausgestattet haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber je nachdem, wie es aufzieht mit einem übelsten Mega-Unfall, sind dort schon so. Unter Umständen einige Drohnen und wenn dann ganz zufällig da ist einer, die seilt sich dann dort ab, Wartungsgänge klingt auf jeden Fall richtig gut. Aber doch nicht, wenn ich erst auf diesen Wartungsgang gehe, dann viel weiterlaufe und das irgendwo hinter einem Brückenpfeiler mache, wo sowieso kein Mensch mehr drauf achtet. Ja, siehst du, Wartungsgänge ist ja eh was anderes. Da kannst du ja auch in den Pfeilern runterlaufen oder so. Das ist ja eh. Das ist ja was völlig anderes. Bloß das mit diesem Abseil hinter, da hätte ich halt gesagt, das birgt Risiken. Das war jetzt nur eine allererste Idee, dass das dumm ist, weil mich da jeder sofort erschießt, wenn ich da eine Angel hänge, ist mir auch klar. Ja, das siehst du, und das war mir, also mir war nicht ganz bewusst, dass du das weißt und trotzdem vorschlägst, sondern so, ich dachte, vielleicht hast du das ja vergessen. Manchmal muss man vielleicht auch einfach dumme Sachen vorschlagen, weil aus dummen Sachen gute Ideen erwachsen können. Siehst du, dieses Konzept habe ich noch nicht verinnerlicht, deswegen schlage ich immer nur richtig kluge Sachen vor. Nee. Deswegen bist du meistens ziemlich still. Man könnte aber zum Beispiel auch Dummies irgendwo runterladen lassen oder so und die als Idee, als Ablenkungsmanöver oder irgendwie sowas benutzen. Und wir gucken mal, was sonst in diesen Wartungsschächten drin ist. Vielleicht gibt sich da noch eine schöne Lösung. Ich stelle mir jetzt gerade vor, vielleicht laufen da ja solche Sachen wie Fernwärmeleitungen durch oder so, die man
öffnen kann, dass sich sozusagen die Fahrbahn ein bisschen unter Wasser gesetzt wird. Wäre auch noch eine Idee. Stromleitungen, Gasleitungen, also was, irgendwas, was dazu führen kann, dass man die sperren muss. Das kann gut sein, das kann gut passieren. Es würde ja schon reichen, wenn da irgendwas ist, dass sie das Gefühl haben, dass sie da jetzt was sperren müssen, weil sie Angst haben, dass da was passiert. Vielleicht sogar ein bisschen eher oder wie auch immer. Und dann halten die die Autos von alleine an. Dann ist der Stau ja sowieso da. Jupp. Oder wir können vielleicht irgendwas über die Wartungsgänge reinbringen. Was passiert denn, wenn das Grid Guide da ausfällt? Dann kommt Gott und sorgt dafür, dass es wieder an ist. Nee, ich meine physisch, nicht matrixmäßig. Hä? Grid Guide ist doch rein Matrix. Na, Grid Guide hat schon ein paar Sensoren, die auch fest verbaut sind. Aber ich denke, sie werden es relativ schnell mit mobilen Drohnensensoriken wieder in den Griff kriegen können. Gerade in der Nähe des A-Gebietes ist, glaube ich, sowas noch einigermaßen verfügbar. Okay. Also gehen wir uns am besten erstmal die Wartungsgänge angucken und brainstormen dann weiter, was wir damit vielleicht anfangen können. Ja, halte ich auch für eine gute Idee. Also ich denke, drei Sachen, die wir jetzt erstmal haben, ist zum einen akut irgendwie eine Art Unfall oder irgendwas anderes. Das zweite ist spezifisch über die Wartungsgänge, dass da irgendwas passiert mit irgendwelchen Leitungen oder sowas. Und das dritte war irgendwie, dass man da einfach den nur durch die Manipulation eines Sensors suggeriert, dass da irgendwas sein könnte, aber unabhängig davon, was es dann ist. Jo. Ja, dann müssen wir uns wohl die Wartungsgänge angucken. Also auch ins Batmobil. Das sollten wir vielleicht nicht gerade jetzt tun. Wobei, warum eigentlich? Na, je nachdem. Gucken wir uns auf jeden Fall die Zugänge schon mal an. Ja. Unten. Ja. Ihr wollt jetzt durch das A-Gebiet fahren? Wieso durch das A-Gebiet? Wenn ihr die Zugänge unten angucken wollt? Wir können von der anderen Seite ran und müssen dann halt ein Stückchen laufen. Der Punkt, wo ihr was kaputt machen solltet, sehe ich nicht mehr im A-Gebiet. Dann habe ich das nicht gesagt. Das staut sich dann quasi bloß ins A-Gebiet rein. Und ja. Beziehungsweise einseitig staut sie es ins A-Gebiet rein, auf der anderen Seite vermutlich nicht. Nicht? Okay. Gut. Ihr fahrt nach Bradievo. Mit welchem Mobil eigentlich? Also ich weiß klar, das Batmobil, aber ich weiß nicht, welches das Batmobil ist. Bradievo war eine nicht so pralle Gegend. Dort unten ist nicht viel, ne? Da unten, wo wir hinwollen, ist es da scheiße, ist es da gut, ansonsten können wir auch mit Jojos Auto fahren, oder wir fahren getrennt. Da unten ist ein normales C-Gebiet, also es ist nicht das Schlechteste, aber es ist schon okay. Okay. Dann können wir auch mit Carbons Karre fahren, da passen wir besser alle rein. Ich fahre da nicht mit. Warum nicht? Warum fährst du da nicht mit? Bist du bescheuert? Der will mich auf den Kindersitz setzen. Sitzt halt auf dem Kindersitz, mein Gott, hör auf zu heulen. Ich muss jetzt mal Geld dafür bezahlen. Das ist so entwürdigend. Ja. Für 2,5k Entwürdigung kannst du dir überlegen, wie viel deine Würde wert ist. Scheiße. Das Schöne ist, ich hätte das vergessen, das ist nicht wieder erwähnt, aber ja, ich habe natürlich diesen Kindersitz im Auto jetzt. Also ich muss sagen, das Jojo-Argument war ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, scheiße. 2,5k, Junge, da würde ich mir aber bei YouTube Rosinen in Popo stecken. Okay. Andere Leute, andere Sitten oder so ähnlich. Jetzt, dann setze ich mich halt deine leicht schwollene Gesicht auf diesen scheiß Kindersitz. Welches Modell hattest du nochmal? Hast du wenigstens das Deluxe-Modell genommen oder fährt dein Hund besser als er? Also erstens fährt der besser. Hund auf jeden Fall besser. Mhm. Aber ich glaube, es war da irgendwas mit Einhörnern oder irgendwas mit bunten Pink. Pferden oder so. Pink und Einhörnern, ja. Ja, genau. Ja, ja. Alter! Setz dich. Das ist mein Leben.
Übrigens, er hätte halt auch einfach so einen Zwergensitz von Evo kaufen können. Selber nee. Preis. Aber. Ja. Nee. Aber ich sag mal, wenn er Geld ausgeben muss. Ich glaube, ich hole mir bei Dr. Washington Cyber erstmal aufpumpen. Ja, gut, dann ruft er. Hirte, ihr fahrt da hin. Ist jetzt auch nicht so sonderlich viel los. Ihr habt ein paar Tragpfeiler in der Nähe ausmachen können. Bei denen, also sind ja nicht alle dann mit. Ich möchte Folgendes anmerken. Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbreche. Afka? Tschüss. Ich nehme einen Störsender mit. B. Ich nehme ein Industriemechanik-Kit mit. C. Ich nehme ein Kit mit, ein Elektronik-Kit mit, denn alles das kann ich ja bei Carver im Auto liegen lassen. D. Ich nehme Dinge mit in Carvans Schmuggelfach, mit denen ich gegebenenfalls mal so ein Schloss aufmachen kann. Übrigens ist das ziemlich gut, dass ihr jetzt mit Carvans Auto fahrt, weil dieser Störsender im Schmuggelbehälter macht sich immer so gut. Im Gegensatz zu deiner Kiste. Ja. Ja. Im gut. Schmuggelbehälter ist er gut aufgehoben. Ja. Mhm. Lockpicking gibt kein Licht bei Steuern. Gut, doppelt hält immer besser. Ist egal. Auf jeden Fall, ihr fahrt da runter, da ist nicht so viel los. Es gibt ein paar Stützanlagen, wo offensichtlich dann auch hier Wartungsgänge drin sind. Die sind nicht in jedem. Ist ja auch solide gebaut natürlich. Generell sind die umzäunt mit so einem ollen Elektrozaun. Und dann hast du dann, also warte mal, haben die da eine Kamera? Die haben Kameras, aber ich sag mal, das ist halt unter der Brücke. Also kannst du dir ausmalen, wie die aussehen. Kaputt. Ja, genau. Es gibt auch ein paar Stellen, also von so drei Pfeilern sind vermutlich zwei die Elektrozäune schon ein bisschen zerruppt, damit man das Ding betaggen kann und so. Dann hast du da eine dicke Stahltür und ein Magschloss. Die scheinen aber noch ganz ordentlich. Vor allen Dingen deswegen, weil sie derart in der Tür eingearbeitet sind, dass sie gegen stumpfe Traumata geschützt sind, auf dass sie sich keine Ödeme und Hämatome zuziehen müssen. Hängen da die üblichen Gestalten rum, die wenig zu Hause haben oder zu wenig zu tun haben und sich deshalb unter Brücken ihre Freizeit vertreiben? Zu wenig zu Hause nicht, weil die Brücken nicht wirklich Schutz vor Witterung bieten, die sind ja ziemlich hoch. Randale-Kids, ist noch ein bisschen zu früh, die sind noch in der Schule. Und verticken Drogen. Naja, kommen wir später wieder, wenn die da sind, damit wir ein bisschen Action kriegen. Geil. Fang, Junge. Es ist nicht lustig. Du sagst also, da ist jetzt im Moment sowieso keiner unterwegs und auch keiner, den interessiert, was wir da treiben. Oder wie sieht das da jetzt aus? Ja gut, das würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben. Ich sag mal, der Schutz der Nacht bietet halt Schutz. Dann warten wir auf den Schutz der Nacht, aber angucken kann man sich das Ganze ja wenigstens schon mal. Jetzt wissen wir wenigstens, wie es hier aussieht. Ich möchte bitte Aufnahmen davon machen, damit ich sie habe und später benutzen kann und du nicht sagen kannst, ich hätte keine gemacht. Ich finde das lustig, dass du das mal betonst, weil ich das halt so gut wie nie mache. Na, irgendwoher muss ich es ja haben. Alles klar. Es kann auch sein, dass das gar nicht deine Schuld ist, sondern die irgendeines anderen Spielleiters, der mich diesbezüglich schwerst geschädigt hat. Du sollst keinen Spielleiter neben mir haben! Das gilt übrigens für euch alle. Oh, da, wo du es jetzt gerade... Du, das ist nichts Ernstes. Das bedeutet mir nichts, Trolli, aber für schnell mal zwischendurch, echt, also... Ich kann doch nicht nur einen lieben. Na gut, wenn ihr so viel zu geben habt, dann ist okay. Ja, siehst du. Ihr wartet auf den Schutz der Nacht. Ihr habt ihn bekommen. Ihr habt jetzt alle Panzerung plus eins. Cool. Uhu. Oh, lol. Das sollten wir häufiger tun.
Was machen wir dann bei einer nächtlichen Mondfinsternis? Haben wir dann schon, weiß ich, schwere Militärpanzerung dabei? Bei Neumond, ja. Naja, das Ding ist ja, dass immer noch genug Beleuchtung ist, dass ich das nicht als vollkommene Finsternis quasi werten kann. So, Beim gegen Neu. irgendwie in den frühen Abendstunden werden ein paar Randale-Kids auftauchen. Das ist so eine Gang von vier Leuten. Die werden dort halt ein bisschen Stress machen, aber die gucken halt, ob sie ein paar Obdachlose aufmischen können. Ist jetzt eigentlich niemand da. Gucken mal halbherzig zu Kabans Auto. Das sieht halt aus, als würde man das nicht aufmischen können. Und dann gehen sie halt lieber in irgendwelche Geschäfte oder sowas, Einkaufsstraßen, Lohnsklavenwohnungen, da kann man mehr machen. Bei Neumond digitiert TikTok zu einem Troll. Das finde ich wendig witzig. TikTok ist ein Wehrtroll. Kriegt ihr dann eine Einhornmähne? Ja. Ja. Das wäre schon ziemlich hübsch, muss ich sagen. Und ein Hörnsche. Nönsche. Sehr schön. So ein Trollhörnchen, da hat's aber viel zu gucken, Mädchen. Ja. Das ist sehr ausfüllend. Sexy. Sie weiß, was sie will. Ich kann mir aber auch schon mal die Max-Schlösser angucken. Kartenschlösser durchaus überdurchschnittlich. Also zum Verkaufsdatum, das ist jetzt so 3 Jahre her, die sind also noch durchaus okay. Und es ist halt dadurch, dass sie so eingearbeitet sind, relativ schwer an die Elektronik zu kommen. Ihr braucht dazu halt schon Werkzeug, was ein bisschen intensiver im Metall rumfuhrwerken könnt. Ihr habt das, weil Jojo ein Industriemechanik-Kit hat. Aber es dauert halt länger und ist ein bisschen lauter. Zur Not gibt es immer noch das Mini-Schweißgerät. Das ist nicht ganz so laut. Das habe ich aber nicht mit. Ja, Industriemechanik-Kit wirst du schon eins haben. Das ist nur ein bisschen heller, aber nicht ganz so laut. Aber das Helle kann man ja einigermaßen abschirmen. Da kannst du natürlich aber auch nicht, also ich meine, ja gut. Ja. Zur Not, sagte ich. Aber ich nehme mal an, dass das eines der Gegenden sein wird, wo tatsächlich nachts einfach nicht so viel los sein wird, weil die Brücke keinen Schutz vor der Witterung bietet und nachts einfach auch nichts da ist, womit man Spaß haben kann. Das ist nicht ganz richtig. So, in 200 Meter Entfernung sind dann Häuser drunter gebaut. Im A-Gebiet ist das ja gut gemacht worden. Da sind halt Gebäude, die nachts sowieso keine Nutzung finden und auch gut gedämmt sind und so ein Scheiß. Dort hast du ja quasi, wenn du dort eine Wohnung mietest, minimale, vielleicht ein- oder zweimal am Tag Erschütterung und vielleicht auch ein bisschen Lautstärke. Aber man muss ja auch billige Wohnungen haben. Dort wohnen ja auch ein paar Leute. Aber das sind die Leute, die sich nicht für das interessieren, was vor ihrer Haustür passiert und die auch gelernt haben, dass es sehr schlecht ist, sich für das zu interessieren, was vor deiner Haustür passiert, denn man handelt sich damit nur Ärger ein. Das stimmt halt immer bis zu einem gewissen Grad und in dem Fall stimmt es zu dem Grad, bis zu dem sie Angst haben, dass ihnen die Brücke auf den Kopf fällt. Das ist absolut richtig, aber In den nur. Nachrichten sieht man immer was von Terroristen und Explosionen und Combat-Mage und so, weißt du? Und Das. Magiern und Ausländern und Aber Trollen und dann müssen die ja mit Ausländern. den Randale-Kids, die da Theater machen, schon immer Probleme haben. Wenn die machen da mit Sicherheit genauso viel Lärm und machen da genauso viel und mit denen legen die sich bestimmt nicht an. Das bedeutet, wenn einer irgendwie da oder zwei ein Streitgespräch führen, das ein bisschen weiter weg ist von demjenigen, der da gerade die Türe aufmacht, lenken die möglicherweise genug Aufmerksamkeit auf sich und sehen aus wie gewöhnliche, was weiß ich nicht was, damit der Letzte die Tür aufmachen kann. Und wenn das Kaban und Jojo sind, die gerade einen Pseudo-Beziehungsstreit führen. Und Wieso schon Pseudo? bin ich an Bord. Das wusste ich, dass dir das gefällt. Schön. Während TikTok in aller Ruhe die Türe öffnet. Also in Kabans Gefährt befindet sich ja auch ein kleiner Schemel. Das ist alles kein Ding. Ja. Wäre es nicht möglich, aus den Max-Schlössern die Öffnungscodes rauszukriegen und damit dann eine Karte zu fälschen? Kein Hacking. Die 2 Wochen vorher geht doch noch, oder? Nein, kein Hacking. Nicht an den Akutstellen.
Die, also mal ganz ehrlich, die Jungs von der Stadt sind doch auch faul, oder nicht? Willst du sagen, die Leute von Rabotnik sind faul? Ja. Wenn die jetzt quasi, die haben doch bestimmt immer nur eine Zugangskarte und die ist doch bestimmt an allen Türen gleich. Das heißt, der Code wird auch überall gleich sein. Wenn man Ja, sich jetzt. bestimmt ist das so, dass sie genau eine Zusatzkarte haben. Das ist so eine Art Wanderpokal. Nee, ich meine, Ich das, ne, die haben weiß, dass eine du Art eine Karte. Art meinst, aber ich halte das für, ich glaube, der Produktionsaufwand, da verschiedene Teile herzustellen, der kann nicht so hoch sein. So sehr werden sie sich noch anstrengen. Das ist aber auch durchaus schade. Das werden wahrscheinlich alles Leute vom Hoch- und Tiefbauamt sein, Amt in Anführungsstrichen, und die werden allen Zugang dazu haben, beziehungsweise alle, die dann in irgendeiner Form Wartungen an diesem ganzen Scheiß da machen können. Wobei ich sogar glaube, dass die dann diesen Zugang temporär einstellen. Einige werden immer Zugang haben, andere nur temporär, wenn sie da irgendwas machen müssen. Das Ding, was gerade auch Jojo weiß, weil die ja schon sehr lange dort ist, in der Stadt hatte man ja unter Umständen vielleicht das ein oder andere Problem mit nicht ganz solider Baukunst. So ein Schofrino, wo einfach mal die Stadt in den Boden fällt, die Hälfte. Seitdem hat man bei Sachen wie solchen Hochstraßen, da hat man tatsächlich auch zweimal hingeguckt, dass man die so baut, dass sie nicht sofort umfallen. Und das bedeutet auch, dass man die zumindest so sichert, dass man nicht eine Art Karte hat, die Fips auch mit nach Hause nimmt und dann dort nach getaner Arbeit erstmal in seinen Schlüsselkasten, also in seine Schlüsselschale legt, weißt du? Es gibt quasi Regeln, wir sind ja hier nicht in Vietnam. Trotzdem wäre die Frage, würde ein Abfrage sozusagen der interessanten Zugänge das Hacking-Verbot brechen? Wenn du es dort machst, schon. Nee. Was das Hacking-Verbot nicht brechen würde, wäre natürlich ein Max-Schloss-Kartenkopierer, falls ihr einen habt und ihr eine Karte in die Finger kriegt und dann kopiert halt. Weil das kein. Also, das ist aber ein bisschen was anderes noch. Kann man probieren, aber ist der Aufwand, also wenn nicht gerade irgendwo jetzt Straßenbauarbeiten sind, das könnte man vielleicht rauskriegen, ob irgendwo Bauarbeiten sind, wo Bauarbeiter sind, denen man so eine Karte mal kurzzeitig entwenden kann. Das ginge höchstens. Aber jetzt irgendwo einzubrechen, um mir eine Karte zu klauen, da ist irgendwie der Aufwand, hier diese Nö. Tür aufzubrechen. Ich sagte nur, was mir durch den Kopf ging. Niemand sagte, es würde euch helfen. Das, was wir Aber ein hier Kopierer natürlich. hätte ich. Das ist schon mal was. Na, das, was wir hier natürlich machen müssten, ist jetzt, dass wir das Schloss am Ende so wieder hinkriegen, dass es nicht auffällt, dass wir drin waren. Und ich glaube, das ist unser größtes Problem, weil das an dieser Tür gar nicht so leicht ist. Spieler, das ist überhaupt möglich? Na, ich sag mal so. Du müsstest mal vielleicht einen Plan dir suchen lassen am besten, damit es schneller geht von dem Schloss. Dann müsstest du das nachbauen und dann könntest du das andere quasi knacken und dann das wieder so einsetzen, wie es war. Müsstest aber noch die Materialien kaufen und das halt vorbereiten. Aber sonst ist übelst cool. Du meinst also, wir gucken mal parallel, ob nicht irgendwo Straßenbauarbeiten sind und wir irgendeinem Typen, irgendeinem Straßenarbeiter da die Karte entwenden können. Ich weiß nicht, was ich meine. Juti. Wir werden also unseren Plan hier vielleicht ganz kurz abbrechen, da wir das jetzt alles mal gesehen haben, festgestellt haben, dass wir dieses Schloss nicht ohne weiteres öffnen können, ohne es zu zerstören. Und wir ja noch 2 Wochen Zeit haben und das dann bis dahin vermutlich auffällt. Das heißt, unser lieber TikTok darf mal gucken, ob irgendwo Bauarbeiten sind, die in irgendeiner Form hiermit zu tun haben, sodass wir da quasi eine Karte bekommen können, ohne, und Verzeihung, das OT, was ich sowieso die ganze Zeit labere, Dingsbums, ohne Edge würfeln zu müssen. Ob diese Karte auch wirklich passt. Datensuche. Also ich meine, das ist eine 470 Bezillion Menschenstadt. Also wird da irgendwo was gebaut werden. Ja. Du bist keine Führungspersönlichkeit. Okay. Wenn du mich schon drum bittest. Dann muss den Job jemand anders übernehmen.
Okay. Und zwar wird da gebaut. Die Abteilung, die zuständig ist für die Wartung der U-Bahn-Schächte und so weiter, ist auch zuständig für den Hochbaustraßen-Scheiße. Und die bauen da gerade irgendwo eine U-Bahn in hier, also Donskoi sind gerade ziemlich intensive Wartungsarbeiten, weil da der Grundwasser und so Schaden. Die sind auch schon länger und die werden auch noch eine Weile anhalten, so einen Monat, vielleicht zwei. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dort jemand eine Karte hat, die da nein passt. Mit sehr hoch meine ich so 80%. Hm. Meinst also, ein Erfolg reicht dir beim Edge-Würfeln? Hä? Bei 80%. Was war mit Edge-Würfeln? Ich hab das... Nichts, ist aber egal. Das war ein Scherz, Mann. Ich hab nicht zugehört, tut mir leid. Aber es war bestimmt witzig. Nee, nicht wirklich. Sie hat einen Witz gemacht. Das klingt wieder richtig gut. Ich höre schon auf der Aufnahme, wie es einfach richtig gut sein wird. Dann gehen wir uns mal diese U-Bahn-Baustelle angucken, würde ich sagen. Mhm. Am besten getrennt voneinander und wir parken in einiger Entfernung und latschen dann irgendwie da vorbei oder hin oder wie auch immer. Ja, der normale Move. Ja, jetzt, ich meine, jetzt ist ja Abend, jetzt bauen die natürlich nicht mehr. Die U-Bahn-Station selbst ist natürlich jetzt erstmal abgesperrt. Die bauen nicht 24/7. Na, wenn das über Monate hinweg geht, nicht, nö. Okay. Sind im normalen C-Gebiet, die können warten. Was haben die denn jemals für die getan? Ist ein guter Satz. Aber ist egal. Also da ist ein dicker fetter Zaun und da ist tatsächlich eine Kamera, die funktioniert, die auch einigermaßen neu aussieht. Da ist jetzt kein Typen davor, der das bewacht. Aber ihr dürft mal Wahrnehmung hören machen. Mit Krams, falls ihr habt. Kunde. Kann ich höre die Motten husten, Alter. Kann ich mit dem selektiven Geräuschfilter ja. Umgebungsgeräusche ausblenden? Ja, ja, mit Krams halt. Was ist denn dein Limit, Wanderzart? Mental? Ja, ja. 6. Haha! Den einen Erfolg schenke ich dem Multiversum. Nee, den schenkst du mir. Ich bin abgelenkt. Am nächsten NSC. Ich bin abgelenkt von der Nutte, die da vorne steht und die Bauarbeiter bezirzen möchte. Nee, die nicht will, da sind. Die will nicht die Bauarbeiter bezirzen, die will, dass du mal hier. Du weißt schon. Heißt sie zufällig Destiny? Nee. Hallo, Baryshnikovs Nutten sind da nicht auf der Straße unterwegs. Die hat auch jetzt kein Namensschild, sag ich mal. Die hat nicht mal einen AR-Preis dran stehen, die ist also ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Oh Gott. Noob. Noob, Alter. Die ist vielleicht jetzt noch nur, um mir zu zeigen, dass man das so nicht machen kann. Ich weiß ja nicht mal, ob die von jemandem beschützt wird. Die sehen nicht so aus, als hätte die AIDS, also drauf da. Das habe ich aber noch nicht genau beschrieben. Bin mir ziemlich sicher, die sieht aus, als hätte sie AIDS. Hm. Könnte aber auch irgendwas Vitas-mäßiges sein. Flummi hört, dass da unten irgendwelche Maschinen laufen und Wanderzört hört. Offensichtlich erstmal jedes Gespräch in der Umgebung. Kabans leises Furzen beim Gehen. Er hat ihn versucht zu verstecken, war aber nicht möglich. Aber dafür ist er schön bei jedem Schritt. Ja, der ist richtig gut abgepasst. Also die Torte, die neben ihm läuft, hört das nicht. Und die sieht auch ein bisschen eterpeteter aus. Die hätte bestimmt ihm einen abwertenden Blick zugeworfen. Also wirklich fein gemacht. Du hörst auch, dass da unten Maschinen sind und dass da unten schwere Schritte latschen, so wie halt so Stiefel. Hm. Gepaart. Also ich höre da unten Leute. Ja. Zwei Leute. Ja. Kann ich auch sagen, ob sie verletzt sind, ob sie rennen, weiß ich. Also, fast schon eine Rothaut zu sein hier. Ja. Das, pass auf, das ist die.
haben einen langsam gleichförmigen Gang. Eine Person ist deutlich schwerer als die andere, gerade wenn die über irgendwelche Übertritte da aus Metall laufen, kriegt man das mit. Müssen sich wirklich in absoluter Nähe zueinander befinden, also maximal einen Meter auseinander. Scheinen nicht zu sprechen. Und ja, also die kommen erst ein bisschen in deinen Wahrnehmungsbereich und dann gehen die so nach 3 Minuten später zu einer anderen Seite wieder raus. Also man könnte durchaus auch einfach sagen, scheint Patrouille zu sein, aber macht weniger Spaß. Okay, 2 Leute auf Patrouille. Kann man da irgendwie versehentlich reingeraten, reinfallen oder irgendwas anderes? Ja, kann man. Du musst mir jetzt noch ganz kurz, also ich werde jetzt irgendwas drumherum bereden, bis mir die Möglichkeit einfällt, wie man reinfallen kann, weil ich die Idee mag, aber mir das nicht klar war, wie das jetzt geht. Das dauert auch nur ganz kurz. Es ist nämlich so, dass... Mann. Dinge tun kann. Also pass auf, da ist so ein richtiges Verteilerhäuschen. So Strom, weißt du? Weil da auch in der Nähe noch einige, eine Mall ist, die halt relativ viel frisst und so ein Scheiß und noch ein paar andere Betriebe, die halt gut Strom brauchen. Es ist sogar, pass auf, es ist eine winzig kleine Solarwerkstatt dort. Also so Zellen, die ist auch völlig bescheuert, auf jeden Fall. Übrigens zur Wasseraufbereitung, nicht zur Stromerzeugung. Auf jeden Fall ist ja auch völlig irrelevant. Dieses dicke Ding hat offensichtlich auch dicke Kabel nach unten, also zur U-Bahn, die ist ja auch mit Strom. Und da gibt es auch Wartungstunnel. Jetzt ist es natürlich so, dass die unten beim U-Bahn-Bau geschickt und fachmännisch, wie sie sind, ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben. Das war auf jeden Fall Absicht. Dort ist auch ein bisschen Gehweg abgesperrt, das ist ein bisschen weiter weg dann, also keine Ahnung, 40 Meter. Das ist natürlich umzäunt und erstmal einigermaßen abgedichtet. Aber der Wartungstunnel direkt daneben, der wurde angekratzt und das scheint keiner bemerkt zu haben. Das heißt, wenn irrige Kinder aus Spaß in das Verteilerhäuschen gehen, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist, dann könnten sie quasi durch das Loch in den Wartungstunnel und dann darunter. Du meinst also mit einer Ausrede wie, ich wollte mich verstecken, weil dieser böse Typ oder wer auch immer da irgendwie mich nicht mehr in Ruhe gelassen hat und ich weggelaufen bin und dachte, hier finde ich Schutz und bin da reingelaufen, da könnte ich da reinfallen. Ja, mit ein paar blauen Flecken, einem halben Tränchen im Gesicht, staubig und... Die blauen groß. Flecken kann ich dir besorgen. Du müsstest mir mal bitte Consti würfeln. Ich will da nicht jetzt reinfallen, sondern wenn Leute da sind, denen ich die Karte klauen kann. Du müsstest mir mal bitte Consti würfeln. Übrigens sind weniger Erfolge bei dem Ding gut. Ja, du wirst da auf jeden Fall gut durchpassen. Warum musste ich dafür jetzt Consti würfeln? Du weißt doch, was für eine Consti sie hat und was für eine Statur sie hat. Ja, aber ich wollte jetzt irgendwas, ich war mir nicht sicher, ob du da durchpasst, gerade wenn sich das Ding biegt und so. Und da habe ich mir gedacht, wir machen das so. Das ist ein Gang, der eher für Drohnenwartung halt gedacht ist und nicht für Mädchen. Die viel schlimmere Frage ist, was passiert, wenn ich da durchfalle? Breche ich mir dann alle Knochen? Nein, dadurch, dass das gut gekrümmt ist und so, hast du nicht genug Fallgeschwindigkeit. Das ist kein gerades Loch nach unten, sondern, weißt du, das ist eine Achterbahn. Und mit Achterbahn meine ich, du musst halt eher kriechen, weil du musst dich an allen Scheiß vorbeizwingen. Und wirst du die Kleidung aufschaben und deine zarte Haut und mit deinen Haaren hängen bleiben? Dann kann ich aber auch nicht durchfallen. Dann bin ich gezielt da durchgekrochen und das ist dann schon wieder sinnlos. Na, hast du nicht gesagt, du hattest Angst vor dem? Ja, dann kann ich andere Dinge besser machen, als in irgendeinen ominösen Tunnel rein. Okay, gestorben. Ich sag mal so, wenn du reinfällst, der erste Abschnitt wird so sein, dass du vermutlich alleine nicht wieder rauskommst, wenn dir nicht jemand die Hand reinreichst. Und dann geht's halt immer noch weiter nach unten. Verstehst du, was ich meine? Okay. Andere Möglichkeit wäre hier irgendein Gerät, wo die ihre Karte reinstecken müssen, mal anzutippen, dass das uns den Code mal mitschickt.
Das wäre die einfachere Variante. Hehehe. Das wäre langweilig. Ja, ich weiß, ihr wollt alle Flummi als Tunnelratte sehen, aber... Nee, ich will immer noch diesen Beziehungsstreit. Zu spät, gibt keinen Grund mehr dafür. Was? Tja, hast du ihn zu leicht gemacht. Aber schlimmer wäre, wenn Kavan und ich einen Beziehungsstreit faken müssten. Was willst du? Das ist natürlich ganz einfach. Hallo? Das kriegen wir wohin, Schätzelein? Ja, ich höre mich nur sagen, du bist so grob zu mir. Nein, ich bin noch gar nicht grob genug zu dir. Naja, irgend so ein Kartenleseding, das ihnen eine Zugangsberechtigung gibt, werden sie da schon haben. Es wird wahrscheinlich dasselbe sein. Nehme ich mal fast an. Wäre unlogisch, wenn sie da jetzt ein anderes hätten. So unlogisch finde ich das gar nicht. Da unten hast du eher dann Maschinen, wo dir die Karten reinstecken. Ja, aber hä? Die Karten sind vielseitig. Die kannst du einmal als Max-Schlosskarte benutzen. Du kannst aber auch sagen, das ist die Zertifikationskarte zur Bedienung einer bestimmten Maschine und die ist auch gleichzeitig dazu dienlich, dass der Konzern erfährt, wann genau du angefangen hast zu arbeiten. Ja, das mag alles sein, aber wenn das diese Multifunktionskarte ist, warum sollten die da nicht benutzen, um sich quasi einem Eingang einzustempeln und damit auch eine Tür zu öffnen zu diesen Tunneln? Das ist doch völlig, weil das heißt, das da kann ich dir sagen, das kann ich dir sagen, weil es da halt keinen direkten Eingang gibt. Da gibt es halt so einen Metallzaun, so einen Bauzaun. Der wird dann halt früh aufgeschoben, wenn die reinkommen. Und da hast du keine Karte, da hast du kein Lesegerät. Und wo haben die dann ihre Karten? An den Maschinen oder was? Wo die genau zwischendurch immer mal wieder rausgehen und weg müssen und überhaupt? Und? Also erstens hast du ja auch fahrbare Maschinen durchaus bei Tunnelarbeiten und zweitens, dann gehen sie halt mal weg. Okay. Das war jetzt nicht das Ding. Okay. Für uns ist das gut. Dann ziehen sie die Karte raus, weil sie ja gerade die Maschine nicht bedienen. Dann ist die, da wird auch dokumentiert, die Maschine ist da gerade nicht in Benutzung. Das heißt, da kann sich auch keiner rausreden, ich war das nicht, das muss jemand anders gefahren haben, weil halt immer festgestellt wird, wer sein Ding da reingesteckt hat. Sein Ding da reingesteckt, das finde ich gut. Ich wusste es. Noch eine kurze Idee. Vielleicht werden die Karten sogar hier irgendwo aufbewahrt. Ja, hallo. Okay. Ich sagte, das ist nicht gut für uns, das ist schlecht für uns, weil wenn draußen so ein Ding wäre, dann hätten wir da ein Laser-Ding dran anbringen können. So müssten wir da theoretisch rein, was viel schwieriger ist. Nö, ich kann es ja auch von hier aus hacken. Jetzt darf ich nämlich hacken. Unter die Erde? Ich weiß nicht, ich habe immer gehört, der Empfang sei da so schlecht. Jetzt wahrscheinlich genug Technik, um mich durchzuschleifen. Musst du wissen, keine Ahnung, ob das geht. Trolli, geht das? Gehen tut das schon. Ich meine, jetzt sind natürlich alle aus. Da hast du natürlich auch kein Matrix-Signal. Also du hast da drin ein paar Matrix-Signale, das sind zum Beispiel die Comlinks zweier Leute. und ein paar Sachen wie Beleuchtung und so ein Shit. Ja, so die Kartenlese würdige Dinge nicht. Andere Frage ist, ob vielleicht sogar die Karten da aufbewahrt werden. Ja, dass du sozusagen dann bei der Meisterbude oder was auch immer, ja, so ein Baucontainer, Fuchtswagen, wie auch immer man das nennen möchte, da ein sogenannter Schlüsselschrank hängt, wo der ganze Krempel dann sozusagen bei Dienstantritt abgeholt und später abgegeben wird. Damit die es eben nicht nach Hause nehmen. Das war, glaube ich, eine Frage an die Spielleiter. Ja, gut, ich weiß nicht, wie kann man das jetzt rauskriegen, ist die Frage. Ich würfel mal auf Konzernkultur. Konzernkultur würde ich da aber nicht mit reinzählen. Das ist halt eher, wie die Menschen sich geben, welche Ansichten sie haben, welche Leute sie hassen, ob sie Horizon lieben. Konzernpolitik? Naja, Konzernpolitik ist ja auch wieder was anderes. Nö. Konzernpolitik ist da auch die innere Struktur, ne? wie die sozusagen ihre Mitarbeiter an der Leine halten, ob streng oder weniger, das würde ich schon sagen. Minus 3 kannst du es würfeln. Alter, minus 3? Naja, du hast Konzernpolitik, nicht Rabutnik-Konzernpolitik, weißt du wie? Aber ich habe Konzernpolitik spezialisiert auf Rabutnik. Na, dann darfst du das mit minus 2 würfeln. Okay, ist das Logik? Ist egal. Ist Logik.
Ich überleg mir was, hier riecht's verbrannt. Ich bin mal kurz gucken. Ob das mit seinem Überlegen zu tun hat? Wahrscheinlich versucht er wieder zu denken. Und wahrscheinlich irgendwie rennt ihm alles aus der Nase, quasi. Oder zu viel überlegen möchte. Aber ich nutze die Zeit und hole mir einen Tee. Verlauf dich nicht. Ich kann mir immer euch vorstellen, dass die dann ihren Schlüssel noch zur Zentrale bringen müssen oder was auch immer. Es kann durchaus sein, dass ein Vorarbeiter das Ding mitnimmt, einfach. Nach Hause? Oder dass sie da unten irgendwo eine Art Safe oder sowas in der Art haben. Na, würde ich schon sagen, bei so einer monatelangen Baustelle. Die werden da keinen einfachen Wohnwagen haben, wo die dann solche Karten drin haben, wenn die da einen übelsten Aufriss drum machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde keinen Sinn ergeben. Also ja, den dann ja in so einem auch billigen Schlüsselsafe. Ja, aber trotzdem, weißt du, den in so einem billigen Wagen irgendwo rumzudingsen und so einen scheiß, so einen kleinen Schlüsselsafe, den nimmst du und nimmst den mit und lässt den dann von der Brücke fallen, dann ist er auch auf. Ja gut, ich meine, so was und so was. Also ich denke mal, das werden dann schon, sag ich mal so, Blechcontainer sein oder so was. Diese alten Holzwagen, die ist ja heute schon nicht mehr. Ja, trotzdem. Also Blechcontainer, die tritt ja jeder Troll ein. Instant. Ja, es ist halt immer die Frage, für wie wichtig hältst du das Ganze? Ne? Ich meine, wenn der ich halte es... Nee, ich verstehe schon, was du meinst, aber wenn die so einen Aufriss darum machen, quasi zu sagen, wir brauchen jetzt hier spezielle Karten und wir sichern die Dinger so sehr, dass man da nicht reinkommt und machen da so spezielle Schlösser dran, dass du da echt Arbeit reinstecken musst, damit die Dinger nicht aufgehen und dann lassen wir unsere Karten in so einem kleinen Blechcontainer, weißt du, wo sie jeder sofort klauen kann und jeder sofort die Wand eintritt. Jeder Kabern, das wäre tatsächlich völlig sinnbefreit. Das klingt aber völlig plausibel. Ich sag mal so, man fragt sich ja, wenn man so ein Ding macht, was ist der schlimmste Schaden, also für mein Image jetzt, wenn ich Robotnik bin, der entstehen kann, wenn ich das Ding nicht genug sichere. Und der schlimmste Schaden bei der Hochstraße ist, da kommen ein paar Typen rein, sprengen da einen Pfeiler um die Luft und das könnte problematisch sein. Ihr habt jeweils einen Erfolg. Ja gut. Die Karten werden nicht hier gelagert. Ihr findet in der Nähe keinen Wagen. Die Karten werden nicht zu Hause gelagert. Es gibt verschiedene kleine Zentralen, halt von der Konzernabteilung. Vermutlich werden die in der jeweiligen Zentrale für die Mitarbeiter, die für einen bestimmten Bereich zuständig sind, dann halt dort gelagert. Mist. Garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Man darf ja seine Spieler nicht verwöhnen. Die haben ja die letzten Wochen nur kleinen Scheiß gemacht. Also schon ein bisschen länger jetzt. Und schon kommt ein winziges Schloss, was ein bisschen härter zu knacken ist. Und alle rasten aus, Junge. Das ist ja unglaublich. Aber ich meine, einfach so eine Karte klauen kann nicht so schwer sein. Die haben doch einen Taschenelf. Den wirft man da einfach rein. Man hat ja Wurfwaffen. Noch nie benutzt. Und Jojo lenkt ihn ab durch. Ah ja, genau. Boops. Und dann hilft der Taschenelf mit der Karte wieder raus. Was sag ich? Also, easy. Kein Problem. Genau so wird es ja auch laufen. Vielleicht, wenn Kaban den dann in die Tasche wirft, ruft er auf Fang. Weiß ich nicht. Wäre ihm zuzutrauen.
werde nie aufhören, mich darüber lustig zu machen, auch wenn es nicht lustig ist. Ich sag das nur schon mal, das ist jetzt einfach, da lasse ich auch nicht diskutieren. Manche Dinge müssen bestraft werden. Und ich habe ja als Spielleiter überhaupt gar keine Kontrolle. Das heißt, ich muss mir solche Bestrafungsmittel suchen. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese Mites mit Cheese My Own Penis Garage. Das Videobild ist von Evil G mit dem Titel Doomsday, aller rechter Scheiß in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal, Clan Game mit Bros.